Das ist der Abschaum der Menschheit, den wir hierher gekriegt haben, er. Harter Tobak und auf Nachfrage legt Kleinschmidt nach. Er moniert, dass Rautenberg einen Vogel hat, genauer gesagt eine Menge Vögel, Tauben nämlich, und die haben den Streit ausgelöst, anno dazumal. Wir sind 94 hierher gekommen und 95 hatte ich die ersten Tauben. Und dann sind die Tauben auch mal an seinen Teich runtergegangen und haben da getrunken. Und da sind die Viecher bei mir auf Grundschick. Tage und Wochen und Monate. Darüber hat er sich voll aufgeregt, das habe ich gehört. Perlhühner und was die alles, das ganze Grundschick. Ich war ja hier schon fremd. Hätte mir doch ganz ruhig sagen können, hör mal, stell mal da was hin, damit deine Tauben nicht zu mir runterkommen. Wäre doch eine einfache Sache gewesen. Nein, er musste sofort schießen. Er hat ein Luftgewehr, habe ich gesehen, wie er geschossen hat, da, als die Tauben da oben auf dem Dach gesessen haben. Also vielleicht zwei gesessen da nicht. Und das erfüllt ihn dann mit furchtbarer Wut. Und da hat er geschossen, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich werde mich hinstellen, wenn wir hier auf Tauben schießen, nicht? Seine Frau hat dazu gegeben, dass er einen Warnschuss abgegeben hat, also. Ah, jetzt sagt er einen Warnschuss. Das hört sich schon anders an, wie drauf geschossen. Ja, yeah. Sie haben eine Anzeige gemacht, das sagen Sie nicht. Da sind Sie auch schön auf den Schnauze gefallen, ich hätte auf die Tauben geschossen. Da hat er, das müssen Sie mal genau auf die Zunge zergehen lassen. Das Beweisstück, die Diabole, ja, die hat er verloren. Die ist bei der Reinigung abhandengekommen. Die war in der Hosentasche, wie Sie die Hände in der Hosentasche haben ohne Futter, ist durchgefallen, ja, ja. Ja, ich spiele mir dauernd an den Kretzer. Weiß ich nicht, aber es sieht schon komisch aus. Aber das absolute Beweisstück, das verliert er. Dann hat er abgewiesen, nicht? Ist logisch. So dumm sind nicht mal, sag ich mal, in Anführungsstrichen, auch die Juristen. Wenn es um die Dummheit von Juristen geht, wird Kleinschmidt vorsichtig. Wenn er sich über seinen Nachbarn Rautenberg auslässt, redet er Klartext. Besonders übel nimmt er ihm die Stasi-Sticheleien. Rautenberg soll behauptet haben, dass in Wandlitz vornehmlich Ex-Stasi-Mitarbeiter wohnen. Er erzählt über mich im Dorf, quatscht er überall rum. Ich hätte ihn gefragt, ob er zu den 85% Stasi-Schweinen gehöre, die es im Dorf gibt. Wir sind Rote Säue und Stasi-Schweine, 85%. Ein klassischer Ost-West-Konflikt also. Westler Rautenberg fühlt sich bespitzelt und denunziert, Ostler Kleinschmidt fühlt sich bevormundet und zurückgesetzt. Um seine Nachbarn zu provozieren, hisst er schon mal die DDR-Fahne und zeigt auch ansonsten konsequent Flagge. Wir sind ja auch deutsche Bürger, wenn wir auch in der Ostzone groß geworden sind. Aber der und als Westler und uns zeigen, was der Hake ist und wer wir sind. Na, sowas nicht. Das ist der Abschaum. Der Abschaum kommt hierher und will uns Flötentöne beibringen oder was? Die DDR-Fahne hat er ja mehrfach rausgehängt. Er hat auch mal zu mir gesagt, scheiß Wessi, verschwinde hier, sowas wie dich können wir nicht brauchen. Und verschwinde hat er oft gesagt, nicht wahr? Der soll sich hier verpissen. Doch Rautenberg denkt gar nicht daran, sich zu verpissen. Ganz im Gegenteil, eifrig sucht er nach Indizien für die Stasi-Mentalität seines Nachbarn. Da hat er eine Leiter zu stehen. Da kann er, sowie auch Fremde, übers Dach auf mein Grundstück. Und er steigt dann da immer hoch und guckt, ob es nicht was zu denunzieren gibt. Er denunziert sehr gerne. Das Syndrom ist ja nicht zu leugnen. Wenn er meint, hier sind 85% Stasi-Schweine, soll er hingehen, wo nicht so viel sind. Und das ist hier, wenn nicht, wenn er das sagt. Das ist eine Lüge, das habe ich niemals gesagt. Und dass die Menschen hier im Dorf sich von einem Wessi sowas nicht sagen lassen wollen, dafür habe ich volles Verständnis. Aber das ist doch von so einem kleinen Dorfköter nicht an der Wade pissen. Die Ost-West-Problematik dient allerdings nicht als alleiniger Grund für diesen Nachbarschaftskrieg. Bei unserer Ursachenforschung stoßen wir schnell auf einen weiteren Nachbarschaftsklassiker: Grundstücksgrenzen. Rautenberg hat festgestellt, dass die Grundstücksgrenze zu Kleinschmidt um 16 cm falsch verläuft. Unglaubliche 16 cm, die eigentlich ihm gehören. 98 habe ich die Grundstücksgrenze einmessen lassen. Fast nach 3 Jahren habe ich auch schriftlich von ihm behauptet, er meine Grenze ist um 30 cm verkehrt. Dabei hat sich herausgestellt, dass dieser Zaun zu weit drüben stand bei mir und sein Schuppen
steht auch zu weit drüben. Dann sind wir vor Gericht gewesen, habe ich ihm erlaubt, dass er seinen Schuppen nicht zurückbauen muss. Der steht also immer noch da. Wie großzügig. Der Schuppen durfte stehen bleiben, aber es gibt trotzdem noch ein Problem. Ein kleines, ein 20 cm kleines. 20 cm nämlich ragt das Schuppendach von Kleinschmidt auf das Grundstück von Rautenberg. Rautenberg fackelt nicht lange und sägt den Dachüberstand einfach ab. Ist das der Schiss des Jahrhunderts, Mann. Also wirklich, ich finde keine Worte und ich musste so sagen, weil es so ist. Auch wenn die Garage da nicht hingekommen wäre, hätte der Dachüberstand auch weg sein müssen. Es darf nicht sein, dass sein Dach, dass ein Dach auf das Nachbarngrundstück entwässert, dass da Wasser runterfließt. Hier, gucken Sie sich das Dach an. Hier, da. Dann wissen Sie Bescheid, mit wem Sie zu tun haben. Da. Gucken Sie sich das an. So sieht das aus, 8 Jahre alt. So, und dann haben wir das abgeschnitten. So viel, dass die Garage wenigstens hin kann. Wir haben es sehr schnell gemacht, weil wir Angst hatten vor ihm. Sieht nicht gut aus. 10 Euro will er mir geben, will er mir entgegenkommen für das kaputte Dach. Gucken Sie das mal an, beide Seiten, der Schiefer ist weg, ist mein Eigentum, ist geklaut. Hier streiten sich die Rentner Horst Rautenberg und Harald Kleinschmidt unter anderem deswegen, weil Herr Rautenberg das Dach von Herrn Kleinschmidt hier abgeschnitten hat. Hier hatte 16, 17 Zentimeter abgenommen, weil er behauptet hat, dass dieses Dach hier unrechtmäßig auf sein Grundstück rüberreicht. Darüber hinaus behauptet er, also der Rautenberg, der hier wohnt, dass auch der Zaun von Herrn Kleinschmidt falsch gesetzt wurde, dass der zu weit auf seinem Grundstück steht. Den Zaun hat er auch versetzt, aber nicht richtig, mein Kleinschmidt. Und das will er uns jetzt beweisen. Und nochmal, es handelt sich also um ungefähr so ein Stück, die er es versetzt hat. Ja, 15, 16 Zentimeter. So, und jetzt sagen Sie aber, dass er das... Stimmt nicht. Ich behaupte, dass der Zaun vorher richtig stand. Okay, weil das Grundstück richtig vermessen war, sagen Sie. Denke ich mal. Nun haben Sie aber noch ein zweites Problem und sagen, er hat das nicht richtig gemacht. Nein, das ist fachlich für mich nicht korrekte Arbeit, die ich bezahlen musste. Bezahlen mussten Sie es deswegen, weil Sie eigentlich den Zaun hätten versetzen müssen, sollen, das aber nicht gemacht haben, weil Sie ein sturer Hund sind. Genau. Und dann haben die das selber gemacht. Eigenmächtig. So, eigenmächtig und Sie sollen es jetzt bezahlen. Habe ich schon bezahlt. Und das ist immer noch nicht in Ordnung. Und Sie wollen uns jetzt beweisen, dass diese Pfosten unterschiedliche Abstände haben. Ja, natürlich. Weil Sie sagen, ja, ein richtiger deutscher Gartenzaun, da müssen die Abstände auch stimmen. In etwa, sagen wir, plus minus 3 cm. Da gebe ich zu, bei 5 Besorg ist ein Pfuscher. So, nun messen wir mal. Jetzt messen wir. So, Sie sagen bitte an, ja, da sind die Zahlen drauf und ich halte hier gegen. Also immer Mitte Pfahl ist Mitte, nicht? Das ist 2,40 Meter. Erstens. Nun gehen wir weiter. 2,40. Dann haben wir hier 2,78 Meter. Aha. Von 40 zu 78, das ist schon ganz schön. Dann gehen wir noch mal weiter. Gleichen, Herr Rautenberg. Schönen guten Tag. Da hätten wir jetzt 3,50 Meter. Von 2,40 zu 3,50. Donnerwetter. Herr Rautenberg, haben gehört, was Herr Kleinschmidt sagt. Der Zaun wäre nicht richtig angebracht worden. Hat das jetzt irgendein Fachmann gemacht oder haben Sie das selber gemacht? Eine Gartenbaufirma. Es war eine Pennerfirma für mich. Was stört Sie so wahnsinnig dran an den Abständen? Das geht nicht. Ich hatte den vorher ordentlich gestellt. Wenn jemand vorbeigeht, die lachen mich aus. Sie sagen, sag mal, Harald, du bist doch ein Handwerker. So ein Zaun und das bezahlst du? Bist du wirklich auch schon krank im Kopf? Und dann muss ich denen erklären, dass das Fachleute aus dem Westen sind, die das machen. Nicht ich. Es war eine Pennerfirma für mich. Diese Pennerfirma hat angeblich auch vergessen, die Zaunpfähle einzubetonieren. Das Betonfundament fehlt, behauptet Kleinschmidt. Rautenberg will uns das Gegenteil beweisen und gräbt deswegen einen Zaunpfahl aus, um uns das Betonfundament zu zeigen. Sie hätten es doch selbst machen können. Warum haben Sie es nicht selber gemacht? Sie sind nicht berechtigt, mir einen Draht aufzuzwingen. Mann, das war 4 mm Eisen. Wo ist denn der Beton? Wir finden den. Wir kommen ja schon drauf. Kindes hat doch schon. Oh, ein Meter tief und sagt, es betoniert.
Ich lache. Herr Kleinschmidt, oh, Gott, das ist wirklich zum Lachen. Das war eine Gartenbaufirma und Sie sind Laie in allem. Könnt ihr das sehen? Sonst hole ich nicht. Da unten. Und Mensch, das ist schon in Indien da unten. Ich habe vollstes Vertrauen in den Herrn Rautenberg. Und wenn er sagt, da ist Beton drin, dann... Also doch Beton. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Meter tief. Hm. Herr Kleinschmidt, warum haben Sie das denn nicht selber gemacht? Was machen Sie für einen Schrei jetzt? Das geht mir doch, wenn Sie sich das übernehmen, und dann machen Sie das fachgerecht. Sie machen aus dem Forzen Donnerschlag. Sie haben den nicht wieder so hingestellt, wie er war? Herr Kleinschmidt, Sie machen aus dem Forzen Donnerschlag. Er leidet unter dem Harald-Junke-Syndrom. Oh, was ist denn das? Totaler Realitätsverlust wegen zu viel Alkohols. Sie haben schon mehrere Male solche Äußerungen gemacht. Ja, gebt doch Zeugen, Herr Kleinschmidt. Brauchen Sie mich mal an, Herr Kleinschmidt. Heute nicht. Heute noch nicht. Ah, wie eine Jungfrau. Ja, vorbildlich. Alkoholtest negativ, Kleinschmidt nüchtern, Beton nicht in Sicht. Eigentlich mal Zeit, um eine olle Kamelle auszugraben. Beschimpfen Sie die Leute mit Stasi-Schweine und unterstellen Sie jeden, wieder die wollen. Lüge, wieder die Lüge. Sie haben beweisen im Sie das doch mal. Kollegen gesagt mit die Zielfernrohre. Herr Rautenberg, erzählen Sie weiter. Beweisen Sie das doch mal mit den Stasi-Schweinen. Sie quatschen das schon seit 1996. Herr Rautenberg, ich hab's schriftlich. Mit der Pulle Schnaps, mit die Leute und Herr war dabei und die Jungs haben hinten eine Dach. Ja. Ruhig. Verflucht noch mal, er quatscht dauernd dazwischen. Der kann mit keinem Menschen kann der diskutieren. Herr Rautenberg, haben Sie denn das jetzt gesagt, dass es hier alles Stasi-Schweine sind? Ach, habe ich nie. Er hat mir schriftlich gegeben. Ich soll 96 zu ihm gesagt haben. Ich weiß es nicht. Woher sollte ich das wissen? Und das interessiert mich auch nicht. Herr Rautenberg. Sie haben doch was gegen Wessis. Nee, gegen Wessi nicht. Gegen so eine Typen, wie Sie sind. Scheiß Wessi, verschwinde hier. So weit wie dich können wir hier nicht brauchen. Hat er mal geschrien. Das wiederhole ich hier. So eine Typen wie Sie nicht. Das hat mit Fessi nichts zu tun. Ja, sicher. Sie sind ein schräger Vogel für mich. Wenn ich liebe.